Hallo meine Freunde und schön, dass wir da am Start seid und es ist endlich soweit. Ich darf euch heute das Westbikern-DLC zeigen und deswegen nochmal großes Dankeschön an SCS, dass ich die Möglichkeit habe, euch schon eine kleine Version oder einen kleinen Abschnitt vom Westbikern-DLC zeigen. Aber am 19. Oktober ist es für alle verfügbar, deswegen, ja, so lange ist es nicht mehr. Warum ich heute nur einen kleinen Vorab-Video zeige, ich habe meine Tochter da, aber am Sonntag um 20 Uhr, da werden wir richtig... ja, dem Westbikern unsicher machen. Ihr seht gerade, ich bin ein bisschen aufgeregt, weil ich mich so wahnsinnig freue, euch das jetzt schon zu zeigen. Wir gehen ganz kurz mal auf die Karte und deswegen, ich muss euch sagen, ich habe nicht viel Zeit. Ja, ich habe wirklich nicht viel Zeit und deswegen, ja, gehen wir heute einfach mal hier in den Bereich und ihr seht schon, was wir alles im Livestream bringen können. Wenn ihr sagt, wir wollen nach Belgrad fahren, wir wollen nach Split oder nach Skopje oder die ganzen kleinen verwinkelten Straßen hier lang cruisen, dann ja, können wir das alles machen im Livestream, ja? Gerade solche Wege hier, ist das nicht enorm cool? Morgen werde ich auf jeden Fall noch was bringen und dann würde ich sagen, weil ich ja nicht viel Zeit habe und schon das vierte Mal das Video angefangen habe, weil es geklingelt hat oder meine Tochter dreimal reingekommen ist, versuche ich es jetzt ja, umzusetzen, dass ich mit euch hier mal kurz langfahre. So, Westbikern. Wie gesagt, am 19. ist es soweit. Wir haben ja lange drauf gewartet und haben uns schon gewundert, was ist mit der 1.48.5? Es ist immer noch die 1.48.5. Und ja, wie gesagt, ihr seht es ja auch oben. Early Access Build, ne? Ohne Mods, weil das ist eine Vorgabe, dass man gewisse Fehler dann irgendwie auch ausschließen kann, dass da jetzt wirklich nichts passiert. Ne? So, ihr seht schon, wir haben einen riesengroßen Containerhafen und immer wieder diese kleinen Fahrzeuge hier, die, oh, das ist, scheint auch ein neues Fahrzeug zu sein, dieser Kran hier, ne? Ja, müsste eigentlich auch sein. So, dann versuchen wir mal hier langsam rauszufahren. Wir werden oft hier draußen bleiben und richtig werden wir wirklich am Sonntag unterwegs sein. Am Sonntag, ja. Das bedeutet, dass wir nächste Woche am Freitag entweder im Konvoi oder im ja, Truck SMP da unsere ersten Touren machen. Ja, gucken wir mal. Ich bin auf jeden Fall übelst aufgeregt. Ich habe gerade die Nachricht bekommen, hey, du kannst jetzt schon anfangen und ja, freue mich natürlich, jetzt mit euch die ersten Kilometer hier im Westbikern. Wir haben ja schon vieles versucht zu gucken und jetzt ist es soweit. Ach, herrlich. Ja, da vorne ist noch so eine kleine Kamera, die habe ich schon gesehen, konnte ich aber jetzt noch nicht, weil ich weiß nicht, wenn jetzt wieder ich das Video wieder unterbreche. Und schreibt mal rein, es ist bestimmt jetzt... eine Premiere, ob das jetzt mit Kamera gar nicht mal so schlecht ist, wenn ich hier so ein Video jetzt mache, in sogenannten Konvoi, ach hier, Konvoi-Modus sei in dem Bereich. So, gehen wir trotzdem, also mit Kamera ab und zu mal ein Video, schreibt es mal rein, ja oder nein. Gut, alles klar. Wir müssen mal sagen, wir werden viele, viele unterschiedliche Tunnel sehen. Wir werden viele unterschiedliche Werbung sehen. Und da werden wir jetzt auch darauf immer wieder eingehen und mal schauen, was wir hier alles so erblicken. Eine neue Region, der ein oder andere war hier auch schon mal, hat hier schon Urlaub gemacht, hat ja vielleicht Verwandte, Familie und kennt das aus irgendwelchen anderen Berichten. Ja, da wird man so einen Wiedererkennungswert definitiv sehen, ne? Ach so, wir haben jetzt gleich dunkel. Wir werden nachher, wenn es hier ein bisschen dunkler wird, die Zeit überspringen und dann einfach mal den schönen Sonnenaufgang. Oh. Was war denn das jetzt? Jetzt hat ihr irgendwas gemacht, der. Jetzt ist der Equalsordi, ey. Was ich mit meinem Rechner hier zu tun habe. Bing, bing, bing. Ah ja. So, schauen wir mal nach Zagreb, nach Trieste oder Trieste, oder was war das? Naja, irgendwie sowas. Und viele Autobahnkreuze, guckt euch mal an. Riesengroße Dinger. Wenn wir mal sehen, wie es früher angefangen hat, ne, wie das jetzt schon hier aussieht, ist das nicht genial. Ach, das ist so wunderbar. Herrlich.
Wir werden nachher dann auf den Parkplatz fahren, die Zeit noch mal ein bisschen überspringen, früh morgens um 7, weil wir haben nur 280 Kilometer. Aber sieht das nicht romantisch aus, diese verschiedenen Höhenunterschiede, dann, dass man überall so einen kleinen, ja, Gemeinden und Dörfer sieht, die hier überall verstreut sind. Herrlich. Das ist so fantastisch. So, da vorne ist ein Parkplatz, da gehen wir dann hoch, ändern gleich mal unsere Zeit, genau. Und wir fahren jetzt Richtung Zagreb. Muss ich wahrscheinlich hier rüber. Teddy habe ich auch mit am Start. Ja, aber wie viele Straßen das hier sind. Und die Sonne. Ach, da geht einem doch gleich das Herz wieder auf, ey. Jo, herrlich. Mama, ich komme hier gar nicht auf die Tankstelle, wa? Nee. Jetzt habe ich natürlich für die nächsten Tage auch schon Videos aufgenommen, auch für morgen. Bin schon überlegen, ob ich das ein oder andere Video dann ja, ändere oder heute die Premiere, die ich eigentlich geplant habe, dann eher so verschiebe. Muss ich mal schauen. Ich habe noch ein Forsa-Video, das wollte ich eigentlich auch noch irgendwie unterbringen. Ah, muss ich mal gucken. Muss ich mal schauen. So, wir sind jetzt da. Also am. Oh, hier, guckt euch das an. Auch jetzt gerade so mit den ganzen Lichtern, ne? So, wir schauen mal, haben wir hier irgendwo jetzt einen Parkplatz? Da vorne ist eine Mautstation. Da werden wir gleich die Zeit ändern. Auch hier wird es wieder viele Mautstationen geben. Ja, ob das jetzt in privater Hand ist oder ob es alles durch die einzelnen Staaten, kann ich euch gar nicht sagen. Da bin ich jetzt so ein bisschen raus. Ich weiß nur, dass ich damals mussten wir auch Maut zahlen. Und da war das Problem, dass er die Kreditkarte nicht nehmen wollte. Da mussten wir erstmal so hin und her machen. Ja, also das war schon so ein gewisser Akt, ne? So, wir sind jetzt immer noch in Serbien. Und wir fahren einfach mal jetzt hier hin und halten mal ganz kurz an, dass wir die Zeit ändern können. So, jetzt haben wir es hell. Ja, schwuppdiwupp, guckt euch an. Jetzt seht ihr wieder ein bisschen mehr. Ja, ich bin alles jetzt so ein bisschen überfordert, ja. Muss ich jetzt wirklich ehrlich sagen. Ja. Ja, aber ich hoffe, ihr lasst wenigstens ein Däumchen da für die Mühen, die ich jetzt ganz kurzzeitig aufgenommen habe. Aber das mache ich ja gerne. So, warum bremst denn der jetzt so ab? Der hat jetzt komplett abgebremst. Ah ja, wer weiß. Der wollte wahrscheinlich das so machen. So. Der bremst jetzt irgendwie ab hier. Der will den Tempomaten irgendwie nicht so richtig nehmen. Ah, naja, wie gesagt, das ist alles noch eine Vorabversion. Das kann durchaus sein, dass das eine oder andere noch nicht hundertprozentig funktioniert. Ja. Möglich ist alles, aber guck mal hier. Da hat man einfach durch den Felsen eine Straße durchgebaut. Ja, wirklich fantastisch. Was für eine Mühen. Und da diese ganzen, das wirst du wahrscheinlich, ist das hier Kalkstein? Ist das hier Kalkstein, was hier benutzt wird? Ja, ne? Müsste Kalkstein sein. So, jetzt geht der Tempomat wieder. Ja, da war. Kleiner Sockenschuss. Ich will ja ein bisschen nur nach außen das alles angucken. Und das scheint so, als würden die Straßen, also grün ist quasi die Autobahn. Ja, wir werden heute ein bisschen nur Autobahn fahren, aber die ganzen anderen Sachen machen wir alles dann im Livestream. So, da gab es einen kleinen Crash. Okay. Das passiert, ne? Ah, das ist nur, weil wir eine Early Access sind. Ja, definitiv. Ach, herrlich. Ja, ich finde es auf jeden Fall sehr hübsch. So, wir haben noch 170 Kilometer. Ja, ich hätte jetzt gerne mit euch einen Livestream gemacht, aber Familie geht dann auch irgendwo dann vor, ne? Das müsst ihr dann auch selber, glaube, verstehen, ne? So, aber ihr kriegt ja heute Abend dann nochmal einen Nachschlag zu einem anderen Spiel. Maximus in der Rolle von Robocop. Ja. Gut, ja, ich werde das wahrscheinlich auf 21 Uhr. Es geht verdammt lange. Wer einen Spielfilm sehen möchte oder keine Idee hat, was er heute Abend gucken möchte, der kann gerne Robocop gucken. Ja. Ja, das.
hat mir gefallen. Also wird jetzt die nächsten Wochen sehr, sehr viel hier im Westbalkan passieren. Und da werden wir, naja, vielleicht den einen oder zwei Livestreams sogar in der Woche machen mit dem Westbalkan DLC. Das kriegen wir dann schon irgendwie gebacken. Ach, herrlich. Wunderbar. So, warte mal, jetzt muss ich mal schauen. Lutko. So, was haben wir denn hier? Ja, ich bin jetzt auch wirklich gespannt auf die, da ist die Polizei mit der anderen Bereichen, also wie wir dann in die Stadt hineinfahren. Bin ich echt ein bisschen gespannt. So, 41 Euro für die Maut, okay. Ist ja auch nicht gerade billig, ne? 41 Euro. Ja, ich habe ja gehört, hier in Deutschland soll ja auch die Maut wieder erhöht werden. Dann wissen wir ja, was es bedeutet. Wie teuer denn die einzelnen Waren werden. So, jetzt, so, warte mal, ich muss mal überlegen. Ich muss jetzt wahrscheinlich hier so rüber, ne? Ja, ich muss hier rüber. Ihr wisst ja, ich habe ja mal so meine leichten Probleme, dass ich hier die Straßen nicht so richtig finde. Aber guckt euch das mal an, das ist doch herrlich. Oh, hier die ganzen Straßen. Herrlich. Und hier unten das Warenlager. Also man sieht hier wirklich sehr, sehr viele Details. Das ist jetzt auch hier in der Zagreb sind wir hier. Wir haben die erste richtige Stadt abgefahren. Wir sind in Zagreb. Deswegen wahrscheinlich auch dieses große Autobahnkreuz, dass wir hier in so einer großen Stadt sind. Warte mal, wir müssen hier lang. Hier lang und dann wahrscheinlich hier, genau. Aber man muss jetzt schon ein bisschen gucken. Also ich fühle mich wie beim American Truck Simulator. Da gibt es ja auch so eine riesengroßen Autobahnkreuze über mehrere Etagen. Ja, jedes Land hat ja so eine seine Eigenheit, wie sie quasi die Autobahn manchmal so gestalten. Ja, sagen mal, kann ich die Zeit gar nicht vorspulen? Es ist ja schon wieder dunkel. Warte mal. Uhr. Naja, war es vorhin 19 Uhr wahrscheinlich. So. Kommen wir ja, dann bringen wir natürlich die Fracht jetzt zu spät ab, aber es wollte ja schon wieder dunkel werden. So, hier. Ja, man muss ja auch sagen, hier in Kroatien, wenn man da baden möchte, da ist es immer sehr, sehr steinig. Und ich weiß genau, wenn wir hier im Konvoi-Modus sind, dass wir sehr viel Freude haben mit den ganzen Mautstationen. Ja. Aber zum Glück haben wir viele Möglichkeiten, glaube ich, immer zwei, wo wir einfach so ein bisschen durchfahren können. Und wieder ein schöner Tunnel. So, 82 Kilometer noch. Ich bin so ein bisschen unter Druck, muss ich sagen. Also, ich meine jetzt, weil ich immer denke, jetzt geht gleich die Tür auf. Wer kennt das nicht alles? Ja. Ah, bei den Tunneln hat er jetzt so seine Probleme, dass er jetzt das nicht so angenommen hat. Ich glaube, jetzt kommen wir zum ersten richtigen Grenzübergang. Aha. Ihr könnt mal reinschreiben, wo soll ich denn das zweite Video bringen? Das würde ich dann in der Nachtschicht machen. Das wird dann wahrscheinlich morgen Nachmittag dann kommen. Späten Nachmittag. Und dann würde ich doch eher vielleicht 20 Uhr oder 18 Uhr. Welche Zeit wäre für euch denn optimal, wenn ich da morgen das nochmal bringe? Oh, es ist ein Riesengerät hier. Guckt euch das mal an hier. Ah, ist das schön.
Ja, und nochmal, ja, für Leute, die jetzt wieder so ein bisschen Tränchen in den Augen haben, warum sie es jetzt selber noch nicht zeigen können. Ich muss euch ehrlich sagen, macht euch einen Namen und dann könnt ihr gut und gerne, mal guck mal hier, warte mal, können wir da auch irgendwie außen vorbeifahren oder so? Ah, hier. Okay, wir haben hier ein Problem. Der LKW steht hier. Okay, dann sollte das nicht so ein Problem sein, dass wir zum Glück die Flycam. Also der LKW hat jetzt da gestanden, der wollte jetzt quasi nicht weiterfahren. Aber das sind so eine kleinen Fehler. Das sehe ich jetzt nicht so wild. Huch, das war jetzt ein Fehler von mir. Und die LKWs müssen jetzt hier abfahren, so wie das aussieht. Aha. Ich denke mal, hier wird bestimmt hier noch irgendwie. Und dann fährt man hier lang. Hier ist ein großer Parkplatz für LKWs, die noch ab. Ach, guck mal hier. Der wird abgespiegelt. Er macht es ja ordentlich, mein Freund. Er wird bestimmt mal abgespiegelt. Herrlich. Ich meine, solche Sachen finde ich immer wieder schön, so in den Kleinigkeiten. Was man hier alles nur noch findet. Und jetzt kann ich, glaube ich, wieder drauf fahren, ne? Ja. So, ah, kleine Baustelle. Und mal wieder ein Tunnel. Naja, wer hätte es gedacht? Oh! Also manchmal ist die KI so ein bisschen durch den Wind, ne? Also, was ist da los? So, hier hat man sogar eine Ampel. Wahrscheinlich, wenn hier irgendwas im Tunnel passiert ist, dass man den dann irgendwie, ja, beendet. Ah ja, wer weiß. Aber wenn ihr hier Schwerlasttransport macht, braucht ihr das nicht probieren mit irgendeinem schwachen LKW. Ihr seht ja, dass wir hier ganz viele unterschiedliche, ja, Höhen haben. Und da werdet ihr definitiv mächtig Probleme haben. Aber als Challenge, warum nicht? Vielleicht gibt es ja dann auch hier irgendwo eine Strecke. Ah, da guck mal hier, das sieht so schön aus. Hier mit der Wiese und den kleinen Weg daneben an, diese kleinen Parzellen, die unterschiedlich ja, ihre Waren da haben. Und wir fahren jetzt auch hier runter und sind auch gleich da. Das ist so schön. Ich fühle es komplett. Ja, das ist gewissermaßen irgendwo das Highlight gewesen für den Euro Truck Simulator 2 dieses Jahr. Ja, das Westbalkan DLC. Und haben ja dann wirklich schon lange darauf gewartet. Oh, mein Freund, warte mal, ich habe mich da ein bisschen vertan. Und wir müssen immer noch weiter geradeaus. Und wir fahren jetzt rein in die City. Und da oben schwebt schon ein Hubschrauber, der uns wahrscheinlich sagt: Pass mal auf, Freunde, hier geht's für euch nicht weiter. Warum schwebt denn der da oben? Ah! Police, Police, Zugriff, Zugriff! Ja, hier ist ja ordentlich. Ui, ui, ui. Die Polizei am Start. So, oh, guckt euch an. Jetzt fahren wir endlich mal in eine richtige City rein. So, da vorne ist eine Ampel. Und die nächste Stadt, glaube die zweite Stadt oder dritte Stadt, die wir jetzt so ein bisschen abgaben, da ist der Discountmarkt. So, da sieht man ja da hinten die ersten richtigen Supermärkte. Und wir fahren eigentlich da vorne, müssen wir dann wieder rumfahren. Wir schauen uns auf jeden Fall dann, also, ey, sag mal. So, wenn wir jetzt mal ein bisschen zügiger rüberfahren würden.
So. Das sieht schön aus. Hier mit den ganzen Straßen. Hier. Hier ist ordentlich was los, ey. Also, wie gesagt, das kann durchaus sein. Wir müssen jetzt, glaube ich, hier lang. Oder nee, wir müssen da lang fahren. Ja, wir müssen da, glaube ich, da hinten lang fahren. Oh, hier ist ja ordentlich Verkehr hier. Noch eine weiter. So. Oh, jetzt mal blinken. Ja, war ja klar, dass wir jetzt hier, dass es jetzt wieder rot ist. Oh, das scheint so ein Supermarkt zu sein. Das ist hier die. Ah, guck mal, da vorne, da hinten ist ein Alpha. Hier ist ein Volvo. Der hat auf jeden Fall schon mal den schrägen Strich hier drinne. Oh, jetzt. Gucken wir mal, vielleicht sehen wir ja sowas wie eine E-Tankstelle. Naja, dann kann man vielleicht denken, dass dann irgendwann mal der E-Aktros vielleicht noch kommt, ne? Wer weiß, wer weiß. So. Ah, habt ihr gesehen? Wir fahren jetzt quasi so eine kleine Schleife, denn hier runter. Und dann unter die Autobahn durch. Hier ist die Tankstelle. Sind ja auch. Für jede Region neue Tankstellen erstellt worden. Und wenn ich das jetzt so sehe, so eine Unterführung fahren, habe ich schon Bock wieder auf City Skyline 2. Also ich versuche das immer so ein bisschen zu verbinden. Und man merkt auch die Details. Man sieht hier die Büsche, die so runterwachsen, die Graffitis. Ja, da sind ja irgendwelche Blumen, die einfach so wachsen. Genau sowas ist. Ja, zeichnet sich aus, ne? Also die jahrelange Arbeit an dem gleichen Spiel. Man hat hier Bus. Ja, der Eurocoach-Simulator. Ja, der kommt bestimmt irgendwann mal. Als Add-on. So, wir sind am Ziel. Also, kurzer Ersteindruck. Man hat ja so gewisse Erwartungen. Und die Erwartungen sind auf jeden Fall. Ups, nicht enttäuscht worden, muss ich jetzt sagen. Ich bin verspätet, weil ich die Zeit schneller gemacht habe. Wir gehen aber trotzdem mal kurz in den Modus hier und schauen mal an, was ist denn hier noch in dieser kleinen Stadt. Diese kleine Stadt ist jetzt dieser Parkplatz. Ach, da sind wir ja, da, von da sind wir gekommen. Hier sind noch ein paar Supermärkte. Guckt euch mal die großen Hallen hier an. Ja, wir können jetzt mit dem LKW hier rein in die Halle. Wie cool ist das denn? Ja, ein Tief. Also jetzt um schon mal solche Hallen hier zu sehen, ja, das sieht doch extrem cool aus. Ja, das sieht doch extrem cool aus. Genau sowas fühle ich. So, aber ich mache jetzt Feierabend, weil ich. Jetzt geht's. Jetzt muss ich wieder Papa sein. Also, ich hoffe, euch hat es gefallen. Dann lasst einfach mal ein Däumchen da. Mir hat es wahnsinnig gut gefallen und morgen werden wir auf jeden Fall noch was sehen. Und Sonntag 20 Uhr. 20 Uhr, der Big Livestream West Balkan DLC. Mit diesen Worten mache ich einen Fisch und sage, haut rein, macht's gut. Bye, bye.